Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal hatten wir wieder ein paar Nachtexpeditionen vor uns und haben jetzt ein bisschen Medizin auf Abruf, wenn wir die nächsten Laublinge haben. Also der nächste Laubling wird einfach direkt zwei Motivationen geben und der zweite dann auch. Und wir wollten heute wieder ins vierte Gebiet hin. Zu den Heldenversteck. Wir hatten letztes Mal 19% geholt. Das ist in einem Lauf eigentlich sehr viel. Ich will kurz nochmal gucken, wie viele Rohmaterialien habe ich? 134. Ich wollte mir die Rohmaterialien erstmal ein bisschen aussparen, um mir als nächstes die Anti-Haff-Stiefel zu gönnen. Aber ist unter dem normalen Zeug irgendwas, wovon ich eventuell nochmal was bräuchte? Eigentlich nicht. Okay, wir sehen uns im Heldengebiet wieder, ne? So, und da sind wir auch schon im Heldenversteck. Ich habe einen neuen Logbucheintrag. Ich habe extra vor Beginn der Folge alle Logbucheinträge durchgegangen, damit ich hier keine neuen habe. Sie wird erwachsen. Während ich hier gestanden bin, wird meine Tochter sicher mit jedem Tag erwachsen noch. Es tut mir nur Seele weh, das zu verpassen. Doch wenn ich jetzt auf Hokotate wäre, würde sie nur genervt die Tür zuschlagen. Mit dem Kommentar, jetzt nicht, Papa. Beim letzten Mal kam, glaube ich, auch das hier dazu. Seltsames Verhalten. Als ich in diesem Gebiet landete, verhielten sich die Pikmin höchst seltsam. Sie stürmten aus der Zivil und versteckten sich sofort. Ohne sie finde ich die Dolphin-Teile nicht. Ich werde die Pikmin suchen und sie mit meiner Pfeife zurückrufen. Und rätselhafte Symbole habe ich, glaube ich, auch noch nicht vorgelesen. In diesem Gebiet sind mir mehrere Objekte aufgefallen, die mit seltsamen Symbolen sehen sind. Ihr Zweck erschließt sich mir nicht, doch ich soll... Doch ich sollte detaillierte Notizen anfertigen, mit dem Fall, dass sie später noch einmal wichtig werden. Ich glaube langsam doch, dass das hier eventuell das letzte Gebiet ist, weil seine SOS-Nachricht von Olimar ist ja auch aus diesem Gebiet. Und ist auch die Level Nummer 80 und Moos, die Wachhündin, das haben wir letztes Mal bekommen, ist die Nummer 79. Also ich denke mal schon, dass sie so langsam aber sicher dem Ende entgegenstreiten. So, ich nehme gerade großteils gelbe Pigments mit. Auch von den anderen haben mich auch jeweils 20. Manchmal das, was ich beim letzten Mal nicht gemacht habe. Ich springe jetzt in den Ventilator. Nicht vergessen, Moos rennt hier rum und hat Böses vor. Hm? Ich habe einen neuen Logbucheintrag. Wahrscheinlich genau zu dem Konstrukt vor mir. Unterschlupf entdeckt. In einem Gebäude fand ich einen sicheren Unterschlupf. Zum Glück kann man den Eingang abschließen, um Kreaturen fernzuhalten. Ich bin sehr erleichtert. Weil ich nun auf diesem Planeten in Schwierigkeiten geraten, kann ich mich hier zurückziehen. Aber das ist ein Tresor, aber keine Ahnung, was die... Ah, jetzt verstehe ich! Guckt mal in der Links drauf. Ich gehe jetzt, nehme jetzt extra hier das Bild und nicht das andere, weil da Zeit verfliegen würde. Wir haben da einmal ein Karo, ein Herz und ein Peak, beziehungsweise ein Kreuz. Ich denke mal, wir müssen je nach den Karten da eine Zahl eingeben. Über rätselhafte Symbole. Wir hatten ein Kreuz 2, also guck ich, machen wir das mal auf 2. Ah ne, mir wird das sogar angezeigt. Okay, wir müssen uns nach den Karten richten und dann können wir diesen Tresor öffnen. Ich denke mal, der wird höchst wichtig sein. Deswegen öffnen wir den ganz zum Schluss. Wie setze ich das Ding in Bewegung? Ach, einfach nur draufstehen. Nicht vergessen, Moos rennt hier irgendwo rum. Da hinten, da läuft sie. Haben sie sich selber ausgenockt? Sehe ich sie auf der Karte? Ich kann den Hund auf der Karte sehen. Hier ganz oben ist doch bestimmt auch was. Oh, guck mal, wieder neue Gegner. Ich habe den ersten umgenietet, bevor er was machen konnte. Hallo! Magst du mal was machen?
Süß. Lustig, dass ich ihn umrennen kann. Du bist nicht vereist. Ich wollte eigentlich erst da unten gucken, weil dort irgendwo eine Zwiebel sein soll. Nein! Aus! Dieser Hund. Du hast den Krieg angefangen. So. Erstmal ausgenockt. Ich weiß schon, warum ich erst das hier bewegen wollte. Bevor ich die anderen Pikmins rufe. So, ist hier oben auch zufällig eine Landestation? Ja, tatsächlich. Ist es gefährlich, wenn die überhaupt auf mich drauf springen? Das kommt mir nicht gefährlich vor. So. Wartet mal noch mit dem Abtransport. Aufsteigen. Restliche Herz rufen zu mir. Ich habe schon wieder was bekommen. Geheimnis der Basen. Ich sehe immer wieder ruinenähnliche Ringe aus Stein. Ich nutze sie als Basis und Landeplatz. Je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr scheint mir das auch ihr ursprünglicher Zweck zu sein. Zufall? Ich wüsste zu gern, wer sie konstruiert hat. Ich habe ja letztes Mal schon hier Auftrag. Zwiebeln. Fühl mich zur Zwiebel, Otschin. Ich glaube, ich muss dieses Ding anschalten. Oder ist es wirklich das Teil, Otschin? Ja, es ist definitiv das Ding. Rabbit! Ich will erstmal Zwiebel holen, weil dann kann ich eventuell neue Pigments anernten. Sie graben. Guck mal, da hinten ist noch mal so ein Ding. Und das ist so ein großer Eispunktkäfer. Braucht echt lange zum Graben, dafür, dass ihr 80 Stück seid. Hier einfach mal rein. Ach man, dann kommt man hier oben raus. Eine andere Art von Abkürzung. Oh, hier sind viele Knöpfe drin gewesen. Schon mal abtransportieren. Da komme ich auf den Tisch zu dem Tresor. Ich habe ja schon gesagt, den Tresor will ich als letztes machen, weil der wird das Wichtigste sein. Einer noch? Denke mal, ich müsste mir auch die blauen Pigments holen. Die kriege ich doch so nicht bewegt. Obwohl doch, kriege ich. Es gibt noch eine Methode. Okay. Wie und wo stelle ich den Herd aus? Kann ich von hier aus einfach rein? Ich kann einfach rein in den Herd. Otschim wird belästigt. Ja gut, einfach rein in die Höhle, ne? Im Fernrohr aus Eis.
Ohne Flammschutz hätte ich die Höhle nicht betreten können, da der Eingang in Flammen stand. Doch ka dann kam die Überraschung, denn andere Teile der Höhle erinnern an einen Kühlschrank. Hoffentlich schaffen die roten Pikmin, Moos und ich es bis zum Ausgang. Kann ihr wahrscheinlich nur die roten nutzen? Ja. Ich darf die anderen nicht mal mitnehmen. Okay, Überblick verschaffen. Da ins Tablet kam jetzt nur die Info mit der Eishöhle wahrscheinlich. Ich kann die Info gerade noch nicht abrufen. Können die Feuerpigments das aufmachen? So, einfach nur damit der Eintrag weg ist. Könnt ihr das kaputt machen? Watschen, kannst du das kaputt machen? Nee. Wie mache ich die kaputt? Fliegender, fliegender. Angriff. Otschin hat ja zum Glück auch mittlerweile den Flammschutz. Genauso, ich auch. Angriff! Otschin, einmal gegengasen. Ich denke mal, bei 12 Schätzen, die hier drin sind, wird hier nicht sonderlich viel drin sein. Hallo? Oh, eine Rohmaterialmaschine. Ist gekauft. Was mache ich denn damit? Kann ich vielleicht... da war etwas im Feuer. Vielleicht kannst du diese Feuerkugel nutzen, um etwas im Brand zu setzen. Wenn du noch einen Feuerteil findest, kannst du ihn dann auch damit entzünden. Und so noch weitere Feuerkugeln erhalten. Aber davon ganz abgesehen, mir kommt schon der Schweiß, wenn ich dieses Ding nur sehe. Ah, das Ding hält auch nicht besonders lang. Okay, damit mache ich die Feuerdinger weg. Die Pflanzenbündel. Okay, dann brenne ich jetzt eben kurz so viel weg wie möglich. Muss ich das Ding nicht nochmal einsammeln. Lass den mal liegen, wir brauchen nur den einen. Angriff. Ich brauche keinen Ultimativiersaft. Meine Armee reicht aus. Ja, sollten alle gewesen sein. Jetzt muss ich nur noch aufsammeln. Okay, obwohl hier nur noch 7 Schätze sind, sind wir gerade mal bei 25%. Okay, ich muss jedes Mal so ein Glutding finden und damit dann alles abfackeln. Na, guck mal, die Feuerkugeln haben auch einen Eintrag. Feuer ist ein Grundstein der Zivilisation. Mit Feuerkugeln kann man Dinge verbrennen oder erwärmen. Ich könnte sie auch verwenden, um an anderen Orten Feuer zu entzünden. Dazu darf nur die Feuerkugel auf dem Weg dahin nicht verlöschen. Wo ist die Feuerkugel überhaupt? Nochmal neu starten, weil das Ding direkt nach unten gezogen hat. Da ganz hinten. Vom Prinzip her kann ich die Dinger mit Otschen schrotten. Otschin ist frostfest. Ja, transportiert den ruhig schon mal ab.
Da in dem hohen Gras ist auch noch ein Pokémon. Oh, hier sind Fels-Pikmin. Warum krieg ich Fels-Pikmin? Ich habe auch noch mal die Möglichkeit, Eis mitzunehmen. Warum habe ich jetzt rote reingeworfen? Ich hätte mir auch grüne holen können. Okay, hier muss eh gebaut werden. Auf der anderen Seite können wir einfach durch das Gitter durch. Wieder so ein fliegendes Pusteding. Was ist eigentlich, wenn ich die mit den Feuerdingern abwerf? Die juckt das kaum. Guck mal, das nimmt auch ein bisschen den Frost weg. Und mit den Feuerkugeln kann ich die ja instant umbringen. Nope. Ach, dafür brauche ich die. Ja, ich lasse die mal machen, während ich alles andere abtransportiere, ne? Ich sag, anstatt anzugreifen, haben die lieber einfach die Rohmaterialien da hinten abtransportiert. Oh, eine Sternfrucht. Na gut, sind wir hier auch schon fertig. Ich habe die nicht vergessen. Auch nicht meine gefrorenen Freunde da. Ja, Schatzometer sagt auch, hier ist fertig. Und Hälfte des Dungeons haben wir schon abgeschlossen. Ich denke mal, dass der Boss wieder sehr speziell sein wird. Mach das schon mal kaputt. Die anderen müssen auf Oshins Hintern, sonst zerfrieren sie. Macht mal kaputt. Ich musste die Feuerquelle erstmal finden. Tot. Könnt ihr schon mal abtransportieren. Ach nö. Ich lasse das erstmal. Bauen das Ding gerade. Dann komme ich da oben nämlich dran. Kann ich hier das anmachen? Eve. Okay, offenbar scheint der Schneeball selbst von dem nicht besonders gefährlich zu sein. Macht halt ein bisschen Schaden, aber den Pikmin selber scheint die das kaum irgendwie zu schaden. Nur mich stört das halt. Doch, tot. Und wieder eins weniger. Irgendwo ist noch ein Eisding. Neue Kreatur.
Kaputt. Ich glaube, alles außer Eispikmin hat dort Probleme. So, erstmal das Ding weg. Und solange es noch gefroren ist. Da ist das letzte von diesen Dingern. Was ist, wenn ich dagegen rase, während das Ding gerade auf der Seite steht? Eh kaputt. So, und diesmal bin ich schlauer. Oh, jetzt heißt es nur noch Abtransport. Ein paar Pikmin sind unterwegs eingefroren. Jetzt bin ich gespannt, was für ein Boss wir vor uns haben. Ich brauche auf jeden Fall diese braunen Kastanien. Also diese Flammendinger. Sieht so aus, als ob eine Sequenz kommt. Komm, irgendwas passiert hier. Ach, es passiert wahrscheinlich erst, wenn ich die Dinger angezündet habe. Was bist du und was kannst du? Okay, keine Sequenz. Ich habe irgendwas von der runtergebraten. Okay, ohne das Feuerding gefiert es meine Pikmins. Das Vieh ist ja voll einfach. Das vereist sie ja sogar nur vorübergehend. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass es die fressen will. Angriff! Ist ja voll easy. Nein, geht nicht an die Eissäulen. Und tot. Ja, das war ein sehr einfacher Boss. Abtransport, Leute. Ach, Leute, stellt euch doch nicht so an. Bin gespannt, was das für ein Ding war. Wieder ein Laubling? Die sind wahrscheinlich alle Laublinge. Mächtige Speere. Wieder ein Laubling gerettet. Und wieder eine Visitenkarte, die nicht gelesen werden kann. Ich glaube, dass hier wirklich alle einfach Laublinge sein werden.
Na gut. Das sind zwei Motivationen, ne, weil der instant geheilt wird. Und zwei Serien haben wir wieder abgeschlossen. Es war ein echt kleiner Dungeon. Steinzertrümmerer. Ja, ein Eispickel. Kerntresor. Geschicklichkeitsrätsel. Heldenschwert und Kissenkuchen. Und diesmal ist kein einziger draufgegangen. Mich interessiert jetzt aber immer noch, wie ich das Teil da unten öffne. Diesmal habe ich dich. Ach verdammt, ich hätte ja nochmal die blauen gebraucht, ne? Na gut, jetzt bin ich hier oben. Jetzt nutze ich erstmal meinen Standort aus. Ich habe einen Ventilator eingeschaltet. Ich muss den gelben Ventilator irgendwie anmachen. Geht da ein anderer bei an? Nee. Aber ich sehe was, das mich auf jeden Fall interessiert. Wir haben nämlich eine Zwiebel gefunden. Das ist definitiv die für die Eispigments. Eine hellblaue Zwiebel? Die scheint gefroren zu sein, ist aber dennoch aktiv. Das ist wirklich faszinierend. Die will ich haben. Abtransport, Leute. Es dürfen gerne mehr als 30 helfen. Die Flügel und die Face-Pigments hatten im vorherigen Spiel auch eine Zwiebel. Also muss ich von denen eigentlich auch noch eine finden. Die Pigments werden ganz schön aufgeregt sein. Ja, jetzt können wir auch endlich die alle abtransportieren, ne? Ich nehme jetzt extra nur die hellblauen, also die Eispigments, damit wir ein bisschen Eispigment farmen. Ach schön, bleib mal hier. Ich möchte Orchid extra hier lassen. Eventuell zieht er dann die ganzen Pigments raus. Oh, da wacht gleich einer auf. Ja, ich gehe jetzt eh die K.O. geschlagenen Gegner einsammeln, ne? Kann es sein, dass die wieder aufwachen, wenn man sie nicht absammelt? Wach ruhig auf. Du wirst eine bombige Überraschung haben. Mir kommt das wie Tierquälerei vor, aber ich muss das machen, sonst klaut das doofe Vieh mir meine Pigments. In die Ecke hier wollte ich sowieso. Mir kommt das gerade richtig wie Tierquälerei vor. Einmal K.O. schlagen, sicher ist sicher. Und wieder ein Laubling gerettet. Im Prinzip haben wir nur diesen Ring außerhalb eingesammelt, ne? Den Heiratsantrag. Gelöbnisring. Haben unseren Wert dort sogar direkt verdoppelt.
Und das Wichtigste, wir haben eine Zwiebel gefunden. Neues Shepard-Dokument. Sag mir, Diego, ist es nicht langsam an der Zeit, dass du uns da draußen bei der Suche nach Gestrandeten hilfst? Kann sein. Kann schon sein, aber wer will denn das Basiscamp beschützen, wenn ich nicht da bin? Und es hat sich auch als praktisch erwiesen, wenn Diego da ist, um Shining zu helfen. Und der Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet. Tja, dann denk doch bitte in Zukunft dran. Das war ganz schön knapp. So, wen haben wir denn da gerettet? Assistenz bei Trulbo Immobilien, Ulitz, Heimatplanet Maxima. Chaos-Assistent beim Immobilienunternehmen Trulbo. Er ist sehr loyal und lässt sich von seinem impulsiven Chef einiges gefallen. So, Top da kann ich überspringen. Trulbo, wo bist du? Also Trulbo ist da oben und Kines kann uns wieder hier ein bisschen was an Rohmaterialien geben. Ich habe wieder Pigments genügend erblühen lassen. Ich kriege ja jede 300 Pigments einfach hier ein bisschen was an Rohmaterialien. Habe ich übrigens richtig gesehen? Ja, guck mal, bei Olimas Rettung, da steht jetzt sogar extra der Tresor. Du hast einen verschlossenen Unterschlupf entdeckt. Irgendwo muss es Hinweise auf den Code geben, mit dem man ihn öffnet. Ich muss echt diesen Tresor öffnen. Den werde ich wirklich als allerletztes in der Ebene machen. Da ist Ulitz. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich für meine Rettung bin. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Ich bin Ulitz, Assistent des Inhabers von Trulbo Immobilien. Wir kamen zu diesem Planeten, um Baugrundstücke ausfindig zu machen. Also, ich will auch nicht trinken, aber mein Arbeitgeber, Ciao, geht es ihm gut? Oh, du hast ihn noch gar nicht gefunden. Wahrscheinlich bist du sehr beschäftigt. Und ich will auch nicht egoistisch sein, aber könntest du bitte Ciao suchen? Wahrscheinlich muss man sich nicht um ihn sorgen, aber er kann schließlich auf sich aufpassen. Aber trotzdem, finde ihn, bitte. Oh, ich habe jetzt im Nemesium auch bekommen, dass ich den jetzt finden soll. Ich glaube, mich ärgert die Zahl da oben. Was hast du denn? Du hast einen neuen Look? Oh ja, genau darauf hatte ich gehofft. Endlich. Ach, 10 Laublinge. Ich habe mich von den Laublingen inspirieren lassen und einen brandneuen Look entwickelt. Ich danke dir. Willst du ihn einmal ausprobieren? Vielleicht sagt er dir ja zu. Du kannst eine ganz neue Seite an dir entdecken. Ein neuer Look? Ich will zumindest mal eben kurz angucken. Was ist denn da jetzt neu? Ich kann mich selber zu einem Laubling machen, lustig. Ich hätte sogar Laune, das zu machen. Aber dann müsste ich komplett neue Bilder für den Charakter zeichnen. Okay, dann haben wir jetzt noch ein paar Piklobiti-Einträge gleich vor uns. Wenn ihr die überspringen wollt, kommt jetzt natürlich direkt ein Zeitstempel. Und natürlich auch die zwei Listen, die wir da jetzt bekommen haben. Entdecke alle Kreaturen spätestens. Ja, ich glaube langsam wirklich, dass der Bereich, wo wir jetzt gerade sind, der letzte ist. Nun ist es fast vollbracht. Die Pyklopädie nähert sich ihrer Vervollständigung. Pyklopädie öffnen. Wenn du dich eine Weile amüsieren möchtest, lass uns über die Ökologie der wilden, bezaubernden Kreaturen hier spekulieren. Eisiger Zwergpunktkäfer. Die Eiskristalle auf seinem Rücken haben eine feine Zeichnung und glitzern ganz entzückend. Da es sich allerdings um ein Jungtier handelt, kennt er seine eigene Kraft noch nicht und produziert immer mehr Eis, bis er so schwer ist, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Wenn das passiert, kommt sofort sein Papa und hilft ihm, indem er auf das Eis aufbricht. Ich schmelze jedes Mal dahin, wenn ich in der Wildnis eine solch fürsorgliche Familie sehe. Ja, sieht man nicht unbedingt überall. Eisiger Punktkäfer. Diese Kreatur liebt die Kälte und dabei schimmelt sie wie ein lebendiges Juwel.
dass man am liebsten ganz aus der Nähe bewundern möchte. Doch Vorsicht ist geraten, denn bei Berührung verkühlt man sich schnell. Das Ding, was ich da unten im Dungeon getroffen habe, heißt Schneeweißling und gehört zu den Schneepanzermotten. Es handelt sich mitnichten um einen fliegenden Schneemann. Eher denkt man bei den grazilen Schwingen, von denen sich wie Diamantsplitter glänzende Eisfragmente lösen, an die Verkörperung des Winters selbst. Man nehme sich einen Moment Zeit, um die Schönheit der Natur zu bewundern und alle Sorgen von sich abfallen zu lassen. Das Ding war mitunter einer der schwächsten Bosse. Mini-Rüsselklatscher. Okay, es gibt wahrscheinlich noch eine große Version davon. Wie er sein Mittagessen fängt, seinen Bauch schützt oder von dem Boden aufsteht, alles wird ihm von seinem unermüdlichen Atem beigebracht. Unter Rüsselklatschern hat Erziehung Hand und Fuß, oder vielmehr Rüssel und Fuß. Irgendwie verlässt das Kleine dann sein Nest, um eines Tages selbst Kinder zu haben. Och, das ist eigentlich niedlich. Der Eiskuchen. Mit seinem blau-weißen Panzer, der von feinen Linien durchzogen ist, erinnert er an einen Untersetzer aus Porzellan. Er könnte dabei sogar ein Getränk kühlen. Nein, in Wirklichkeit würde das nicht funktionieren, da er jedes Glas umwerfen würde. Palofrostus. Ach, ich habe ihn ja gar nicht angreifen lassen, ne? Ich werfe mal eben kurz eine Pickkarotte. Der macht so eine Eispfütze. Palofrostus. War verströmt der kalte Luft, doch man kann ihn berühren, ohne Erfrierungen befürchten zu müssen. Sein Gesicht ist kühl, doch aus den Poren an der Körperseite kommt warme Luft. Der perfekte Gefährtin bei jeder Winterung. Ja, und das waren die Piklopädie-Einträge. Ich möchte, bevor ich zu den anderen Dingen gehe, kurz prüfen. Ich will interagieren. Und dann will ich den einmal auf der Seite stehen haben. Ich will wissen, ob ich den umwerfen kann. Okay, von der Seite nicht. Was, wenn ich gegen die Seite bretter, gegen die er schädlich ist? Okay, das wollte ich nur mal testen. So, wir sind bei den Tropengenuss-Serie. Die haben wir zum einen erfüllt. Gekrönte Kugelbeere. Diese Frucht scheint eine royal anmutende Kopfbedeckung zu tragen. Ihr Fruchtfleisch ist im höchsten Maße unwiderstehlich. Angenehm süß mit einem Anflug von Bitterkeit. Eine echte Königin unter den Früchten. Das Reptilienei. Eine Frucht, die ein schuppiges Tier imitiert? Das gepuckt absolut beim ersten Eindruck. Aber das cremige Fruchtfleisch weiß dann doch äußerst angenehm zu überraschen. Man sollte sich also kein verfrühtes Urteil erlauben. Die Frucht kenne ich tatsächlich nicht. Kerntresor. Man kann es nicht anders ausdrücken. Das Innere dieser Frucht bietet einen grotesken Anblick. Die vielen kleinen schwarzen Samenkörner, ekelhaft. Doch sie öffnen auch die Möglichkeit von Zucht und Anbau der Frucht. Die sollten wir nicht vernachlässigen. Sternimitat. Sind das die Überbleibsel einer vom Himmel gefallenen Sternschnuppe? Da müsste es sich um eine sehr leckere Sternschnuppe gehandelt haben. Wer die Frucht schneidet, kann schmackhafte Sternbilder entstehen lassen. Himmlisch. Hälsenenträne. Erblickt man diese eleganten, tropfenförmige Frucht, steigen einem vor Entzücken selbst die Tränen in die Augen. Ihre Perfektion lässt alles andere im Leben weniger perfekt erscheinen. Kostet man sie, wird man von Glückstränen übermannt. Der Schmerzmond. Diese Frucht ist wie geschaffen für Ausflüge mit Kindern. Schließlich lässt sich die Schale einfach entfernen. Doch man sollte sie nicht fortwerfen, denn es könnte jemand darauf ausrutschen. So wird aus einem kleinen Scherz ganz schnell großer Schmerz. Ja, Realität. Milde Bestie. Trotz ihres einschüchternden Äußeren bietet das Innere dieser Frucht ein ästhetisch höchst ansprechendes Bild. Dunkle Kerne auf weißem Fruchtfleisch. Es wirkt fast wie das Nest einer feuerspuckenden Kreatur, die halb Tier, halb Pflanze ist. Okay, jetzt haben wir nur noch die mächtigen Speere vor uns. Da sind es nur drei. Unbeirrbarer Speer. In lang vergangenen Zeiten maßen sich Wettkämpfer mit diesem enormen Speer im Weitwurf. Es hieß, dass man nur dann den Sieg erringen kann, wenn man so unbeirrbar trainiert, wie der Speer fliegt. Einsatz bis zum letzten war also eine Grundvoraussetzung für den Erfolg, soweit überliefert ist. Wurde absolute Hingabe beim Training in der Tat regelmäßig mit glanzvollen Siegen belohnt. Der Prinzessinnen-Speer. Nicht nur besetzt dieser Schatz zwei Spitzen, sondern auch zwei Funktionen. Sein Design ist so exquisit, dass eine Prinzessin ihre Mächte damit schmucken könnte. Gleichzeitig eignet es sich als Waffe. Genau das Richtige für kampflustige Prinzessinnen.
Und als letztes der Stein zertrümmerer. Wenn ich sagte, dass dieses Objekt in der Lage ist, alles zu zertrümmern, vom Stein bis zum riesigen Eisblock, würden dann alle unglaublich den Kopf schütteln? Doch es ist die Wahrheit. Und die Handhabung ist so einfach, dass man gar nicht mehr aufhören mag, Dinge zu zerstören. Da kann es dann passieren, dass man sich plötzlich mitten eines Trümmerfelds wiederfindet. Ja, sowas kann sehr leicht ausarten. Welches Spiel habe ich da eigentlich? Ich sehe gerade die Gameboy-Spiele. So, ich habe 254. Das reicht, dass ich mir jetzt diese Anti-Haft-Dinger gönnen kann. Genau, die Anti-Haft-Stiefel. Ja, jetzt fehlen nur noch die KP-Verstärker. Viel zu entdecken gibt's also nicht mehr. Ja gut, ne? Ich stehe jetzt hier oben in meinem Blümchenbeet. Wir haben doch heute recht viel erreicht. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!